Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch heute die Woche in Outfits, also was ich so die ganze Woche trage. Es ist sehr casual und sehr Mom-Life und Work-Life. Dieser Mix, das ist my life jetzt. Deswegen wird es in diese Richtung gehen. Wenn ihr Bock drauf habt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt wenn ihr mir Feedback da lasst, wie euch das gefällt, weil ich glaube, sowas in der Art habe ich entweder noch nie gemacht oder schon ewig, ewig her. Aber ich dachte, das wäre mal ganz interessant. Oder? Interessiert es euch nicht? Sagt es mir einfach mal. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn es euch nicht so hier interessiert, ob ich das vielleicht auf Insta mache, in der Story oder so. Folgt mir da auch sehr gerne, da heiße ich Fanny Pilgrim, genauso wie hier, genau. Lasst mir Feedback da, könnt mir auch auf Insta schreiben. Vielleicht gefällt es euch da besser, einfach in der Story ganz schnell das zu sehen, immer die Outfits, als hier. Aber jetzt erstmal viel Spaß dabei. Hallo Leute, wir starten in die Woche und wir gehen jetzt zum Spielplatz. Das ist mein Look. Ich zeige ihn mal komplett erstmal. So. Er ist nicht komplett ohne unseren Rucksack. Also das ist eigentlich Davios Rucksack, da sind seine Snacks drin und nochmal so Windeln etc. Also das ist seine Wickeltasche, ne? Die ist von Lessig. Ich mag die ganz gerne, die hängen wir dann so an den Kinderwagen dran. Aber was trage ich? Das ist meine Tasche von Stella McCartney. Ich liebe die sehr, weil die super klein ist, ja? Sehr handlich, sehr leicht und ich mag diesen breiten Strap. Das ist super angenehm, einfach auch so zu tragen. Dann trage ich einfach nur einen Tanktop und dieses Shirt. Ich liebe dieses Shirt, weil es super luftig ist. Ich kann es auch ein bisschen noch zumachen und dann, wenn es windig ist, ist es auch noch okay. Also man friert dann nicht so, aber es ist trotzdem super luftig. Ich mag das total. Und ich liebe diese Hose. Die ist von, ich glaube, von Armed Angels. Die ist super vom Cut und die ist einfach so angenehm, so weich schon und Ich liebe die total. Ich lebe in dieser Hose. Kennt ihr das? Das ist so ein richtiges Wohlfühl-Mom-Outfit. So fühle ich mich in letzter Zeit auch. So gucke ich immer, was ist bequem, wo kann ich mich mit hinsetzen, gerade so am Spielplatz und so. Was ist irgendwie einfach weich und wo muss ich nicht drüber nachdenken. Und es ist momentan in letzter Zeit echt extrem oft diese Hose. Ich ziehe die gar nicht mehr aus. Ich liebe die sehr. Und dann halt diese Schuhe. Seht ihr die? Von Steve Madden mit dem Love drauf. Ich finde das ganz süß. Macht doch mal so was anderes. Aber ja, das ist das Outfit. Eine Brille, die habe ich schon ganz lange. Die ist von Celine. Ich liebe sie sehr. Das ist so meine absolute Lieblingsbrille. Die habe ich schon Jahre. Die ist schon ein bisschen zerkratzt. Ich will auch unbedingt mal die Gläser machen lassen nochmal. Kann man ja machen lassen, ne? Weil die einfach super schön ist. Ich liebe die sehr, sehr, sehr. Genau. Das ist das komplette Outfit. Also, let's go! Okay, heute stehen ein bisschen Homeoffice an und Calls. Deswegen bin ich so oben hui, unten pfui. Mein typisches YouTuber-Outfit übrigens auch. Eigentlich so entweder Jogginghose oder Leggings. In letzter Zeit gerne Leggings oder auch Sportunterteil. Und dann schnappt ihr irgendein sauberes T-Shirt. Das ist jetzt das, wobei ich sehe, das ist noch nicht mal so sauber. Aber es ist hier unten nur schmutzig. Deswegen das würde man wahrscheinlich im Call eh nicht sehen. Ich bin ja eh nur bis hier. Hä? Das ist so ein Boxy-T-Shirt. Ich mag das ganz gerne. Ich habe das in dieser Farbe und auch in Grau. Ich finde das richtig angenehm, so schön. Also es ist halt so gerade geschnitten, ne? Das ist sogar noch die Schwangerschaftsleggings, die hier so hoch geht. Aber ihr hattet mir auch den Tipp gegeben, selbst nach der Schwangerschaft ist es halt super angenehm, die zu tragen. Was auch stimmt, ich mag die sehr gerne, wobei das schon so sehr hoch geht jetzt hier, aber egal. Genau, das sind jetzt die Leggings und Socken. Das war's. Meine Haare sind jetzt so zugesteckt. Ich habe eben Sport gemacht, Paletten. Yes, I love my Paletten. Ich zeige euch vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen mehr dazu, aber... ja, das habe ich gerade gemacht. Ich mache dann mal so Cycling und auch Boxen. Das ist jetzt so das Ding, Boxen und Cycling. Jeden Tag, also ich versuche jeden Tag oder ich habe es ja erst ganz neu, aber ich versuche jeden Tag oder vielleicht ein oder zwei Tage Pause. Aber jetzt erstmal will ich schon so reinkommen. Deswegen jeden Tag etwas, wenn ich darauf keinen Bock hätte, mache ich irgendwas Ruhiges, so wie Yoga oder so, Stretching, habe ich mir gedacht. Genau, Hauptsache irgendwas tun jeden Tag. Ich brauche das so sehr, also für mich. Und ich fühle mich so gut, seit ich es mache. Jetzt die wenigen Tage, aber ich fühle mich so gut. Ihr glaubt das gar nicht, was das
so für mich schon für mein Wohlbefinden gebracht hat. Naja, jedenfalls, das habe ich gerade gemacht, deswegen sind meine Haare so zu. Habe sie gestern gewaschen, heute dann nicht. Ja, alle 2 Tage wasche ich sie und das ist mein Make-up, so wie immer. Eigentlich, das ist so mein Go-To-Make-up. Ich glaube, mein letztes Get Ready war auch so. Genau. Hello, heute ist ein Film- und Fototag. Deswegen, ja, trage ich mal was. Eigentlich trage ich dann auch immer oben Hui, unten Pfui, aber jetzt habe ich ja ein Kleid an, deswegen. Das ist einfacher, ne? Ich liebe dieses Kleid sehr, das ist von And Other Stories. Ich meine aber schon ein paar Jahre her, also 2 Jahre bestimmt. Aber ich mag es sehr, weil das ist so ein ganz dünner Stoff, wie heißt das mal, Viskose oder so, ne? Das trocknet einfach so schnell, es ist schön luftig, man kann es hier komplett zuschließen. Aber ich lasse immer so ein bisschen auf. Das ist so, so sieht es aus, ja, und man kann es dann vorne so binden. Genau, ich mache da einfach immer eine Schleife. Ich weiß nämlich nicht, was man da macht. Einfach nur so. Es baumelt dann einfach so, genau. Und das ist so ein Dreiviertel. Eine Dreiviertellänge. Nicht unbedingt meine Lieblingslänge, muss ich sagen. Also mir steht ja kürzer besser oder halt Maxi. Dieses Dreiviertel Midi ist nicht so ganz mein Ding. Aber da ich das Kleid an sich so mag, ist es auch egal. Und es ist eher so ein Kleid, das in Bewegung richtig schön aussieht, finde ich. Was natürlich perfekt ist für ein Foto, was ich heute vorhabe. Aber egal. Ich glaube, ich werde eh nur oben rum fotografieren. Und dann, ich habe nämlich heute meine Haare frisch gewaschen. Mache ich immer ganz gerne das hier rein. Seht ihr von Maria Nila, dieses True Soft Argan Oil. Das ist auch so ein, ich glaube, da ist Silikon und so drin auch. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Das macht aber die Haare ein bisschen so anti-frizz und shiny. Weil, seht ihr noch immer, alles was hier blond ist, ist ja super kaputt und trocken. Und da muss Öl dran und dann wirkt es besser. Genau. So. Ja, Schmuck trage ich in der Zeit nichts. Manchmal nur, wenn ich dann rausgehe, meinen Ehering, das war's. Weil dafür jemand halt damit spielt. Und es nervt total. Schade eigentlich, weil ich mag schon gern Ketten oder Armbänder und sowas gerade zum Sommer tragen. Aber ja, vielleicht jetzt fürs Video mal sehen oder fürs Foto nachher. Aber ich glaube auch nicht. Naja, so ist es dann. Nur ich sag euch nochmal, was für mein Lippenstift ist. Ich trage den hier auf den Lippen. Der ist von Sara Milano. Selfie heißt die Farbe. So ein schönes mattes Pink, ein schönes Pink, finde ich. Also nicht zu knallig, nicht zu soft. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich suche nochmal jetzt irgendwas Pinkes in der Art, so ein Blush oder sowas. Macht es mir nochmal auf die Augen ein bisschen, weil ich finde das schön, wenn das so harmoniert. Genau, und dann wäre das auch schon. Das ist mein Look. Okay, weil Davio jetzt schläft, Mittagsschlaf macht, mache ich jetzt doch nochmal ein Workout. Ich bin zwar schon fertig geduscht, ich mag das eigentlich nicht so gern und ich habe auch heute nicht so eine Lust, aber ich habe mir vorgenommen, doch jeden Tag was zu machen ein bisschen. Auch ein schlechtes Workout ist ein Workout und auch ein slowes Workout ist ein Workout. Deswegen mache ich heute, glaube ich, nur so Stretching oder also so Yoga. Genau, und das ist mein Yoga-Outfit. Toll, ne? Ich mag gern schwarz, wie ihr seht. Ich werde nachher bereuen beim Schnitt, dass ich diese ganzen blöden Bewegungen mache. Aber ja, ich mag gern schwarz generell und auch gerade so beim Workout. Ich mag das gerne. Es sieht auch immer, also das Bunte ist auch immer cool und so, aber ich kann mich nicht identifizieren. Ich mag gern schwarz. Genau, und das ist so ein, einfach so ein Shirt. Das ist beides von der Kampagne, die ich mal gemacht habe. Das war, Armed Angel. Genau, die ist beides sehr bequem. Kann ich ja mal mitnehmen, ein bisschen Vlog-Style, aber ja, das ist das Peloton. Ich liebe es so sehr, das war mein Dream, das zu haben. Und damit dann Workouts zu machen und es ist bis jetzt, also ich habe es jetzt ja eine Woche erst, aber es ist so geil, es macht so viel Spaß, man kann so viel machen und ja, für mich ist es noch eine große Herausforderung, ich habe danach auch Schmerzen, naja, nicht Schmerzen, aber man muss sich an den Sitz gewöhnen, sage ich mal, ja. Aber ja, heute geht es auf die Matte, aber das kann man trotzdem mit dem Peloton machen. Hello, das ist mein heutiges Outfit. Heute musste ich draußen ein paar Dinge erledigen, und jetzt in der Früh ist so ein bisschen grau, bisschen kühl, grau, nieselig, deswegen habe ich halt hier die Mütze auf. Genau, und auch ein Trench, falls. Es war ganz gut eigentlich, also ich war ganz gut angezogen, mir war nicht zu kalt, war auch nicht zu warm, es war eigentlich ideal so, weil ich habe unten drunter, ich strip mal, ja. Also das ist jetzt der Trench, Moment, erstmal hier, ganz Körper, ja. Wieder sehr schnell alles zusammen. Gesucht, genau hier Trench,
Dann habe ich einen Cardigan an für ein bisschen mehr Wärme, weil der Trench ist ja ziemlich dünn. Das ist eigentlich einfach nur für Luft, also eigentlich nur so ein Wind, kleiner Windschutz, beziehungsweise wenn es dann eben regnet, ne, dann, oder nieselt. Aber ein bisschen, für ein bisschen mehr Wärme habe ich halt diesen Cardigan an. Warte mal, der Trench, ich meine, so einen schwarzen Trench gibt es überall, aber der ist von Only. Ist halt auch schon älter, aber wie gesagt, gibt es überall. Das sind eher so Basic-Teile, klassische Teile, würde ich sagen, so zeitlos. Das ist das, was ich so am liebsten mag. Auch so ein Cardigan kann man immer finden. Das ist so ein beiger von And Other Stories. Dann hier wieder meine Stella-Tasche, die ich sehr liebe, weil die so kompakt ist, ja. Und ziehe ich auch mal aus. Dann habe ich hier dieses Cappy an, das ist auch von And Other Stories. Das liebe ich sehr, weil es wasserabweisend ist. Also man kann es gut tragen, wenn es ein bisschen nieselt. Haare habe ich heute noch gar nicht gemacht. Ich habe einfach nur die Kappe aufgezogen. Los geht's, weil ich musste mich dann doch ballen. Dann trage ich einfach nur ein weißes T-Shirt. Basic T-Shirt. Und Mom Jeans, weil ich ja jetzt eine Mom bin. Kann ich die offiziell in echt tragen. Aber ja, ich mag die ganz gern. High-waisted und einfach angenehm. Genau, und dann wieder diese Schuhe. Hier ist noch meine Maske, die ich immer noch trage, auch in Supermärkten und überall, wo ich eigentlich reingehe. Wie macht ihr das? Tragt ihr Maske oder nicht mehr? Hello, zum letzten Outfit. Das ist es. Super Cash Cash. Ich gehe jetzt wieder auf den Spielplatz mit der Veo. Genau, habe heute halt ja so gearbeitet, bin zu Hause. Dann ziehe ich meistens sowas an, wie ich ja schon gesagt habe. Einfach eine Leggings oder Jogginghose und dann einfach ein T-Shirt, meistens oversized. Und das ist jetzt so eins. Das ist einfach... Ein T-Shirt mit Madonna drauf. Das habe ich schon sehr lange, aber ich liebe es sehr. Immer noch. Und genau, das ist die, meine Go-To-Tasche, wenn ich schnell gehen muss, weil da alles schon immer drin ist. Und die ist halt super schön klein und kompakt. Und dann kann ich die so over the shoulder tragen. Genau. Und Sonnenbrille. Das ist wieder die, my fave. Über alles die Celine. Und das sind jetzt die Schuhe of choice. Meine Filas, genau, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Modell heißt, aber ich liebe die sehr. Das sind die allerbequemsten Schuhe, die ich jemals besaß und auch immer noch besitze. Also das sind die allerbequemsten ever. Wenn ich weiß, ich muss sehr lange laufen oder irgendwas oder ich bin einfach lange unterwegs, dann ziehe ich die an. Die sind zwar ein bisschen warm und heute ist es nämlich im Gegensatz zu gestern wirklich sehr warm draußen, aber trotzdem noch so im Schatten ein bisschen kühl. Deswegen geht es dann doch noch mit den Schuhen, würde ich sagen. Ansonsten wäre es eigentlich schon zu warm. Die sind eher so Herbst, Winter. Genau, ich könnte sie nochmal putzen, aber jetzt für den Spielplatz wohl kaum. Das war die Woche in Outfits. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst mir mal Feedback da, weil ich glaube, wie gesagt, ich habe das entweder schon lange nicht mehr gemacht oder gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wenn, dann ist es echt schon lang her. Deswegen gerne mal Feedback da lassen, ob ihr das sehen wollt hier oder auch auf Insta lieber ja, in der Story ganz schnell. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.